Herzlich willkommen zurück zu Uncharted Legacy of Thieves. Wir sind soeben aus diesem Gefängnis gekommen, hier in Panama. Der nette Herr hat mich rausgelassen. Und ich habe den Auftrag, da oben in das alte Gefängnis einzudringen, in den höchsten Turm, da oben in die höchste Zelle irgendwie, um da diesen Schatz von Henry Avery zu finden, dem alten Piraten, der das vor, weiß ich nicht, 300 Jahren oder was? Wow, 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 Kinderspiel. So, und irgendwas hat er doch gesagt. Oh. Moment, hier geht's runter. Wir haben einen Schatz gefunden und der trägt deinen Namen. Okay, sorry für diese kurze Entgleisung. Kann man damit machen? Ah, cool. Wahrscheinlich muss ich da dann hoch, ne? Das wäre. Hier unter dem Tisch hat er gesagt, hat er was. Mein Seil! Alles klar. Schon mal cool. Ob das dann da hängen bleibt, wenn man jedes Mal ein neues braucht? Nee, ich glaube nicht. Das wäre ja Blödsinn, ne? Guck mal, da könnte ich es gleich schon benutzen. Darüber zu kommen. War hier noch irgendwas anderes, aber. Warte mal. Aua, nee, das funktioniert also nicht. Es wird wahrscheinlich wieder tausend Geheimnisse geben, die ich. Jetzt. Die ich versemmeln werde. So funktioniert das mit dem Seil. Oh, krass. Guck mal. Das ist das Gefängnis. Das sieht schon geil aus, ne? Muss ich ja mal sagen. Also ich finde es hübsch gelungen. Und wie gesagt, ich mag die Vertonung. Ich finde das cool. Ich finde es gut, dass es auf Deutsch ist. Ich mag diese Adventure-Art. Ja, alles das, was so ein bisschen wie Tomb Raider ist, ich mag das. Das mochte ich früher schon. Wo muss ich lang? Ah. Wow. Alles Klärchen. Ich könnte da runterrutschen. Mit dem Seil am Pfosten. Vielleicht. Naja, das war ja ganz easy, ganz easy. Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Ja, ich auch. Aber Sam lebt also noch. Auf nach oben. Cool. Le Maire. Nach oben. Ist da hinten noch irgendwas? Nee. Hier ist nichts mehr. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Ganz easy. Schwer zu glauben, dass hier drin Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Okay. Oh. Okay. Ich muss da hoch. Kann ich mein Seil benutzen, um das aufzumachen oder was?
Mega. Okay, mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Ja, muss ich auch sagen. Ja, komm schon, schaffst du ganz locker. Ist doch hier easy, free climbing. Mann, Sam, verpasst echt was. Auf geht's. Burns-Zelle. Zelle. Ihr Sweet. Okay, hier sind wahrscheinlich jetzt die ersten Rätsel, wa? Okay. Wo fange ich an? Oh Gott. Sind römische Ziffern. Dieses ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. Da oben ist so den Pfeil mit einer römischen 10, dann so Berge mit einer römischen 11. Da ist ein Kompass, der nach Süden zeigt oder so. Die römische 12. Da ist die römische 7. Hm. Oh, hier kann ich was angucken. Alchemie-Symbole für Gold und Silber. Moment mal, sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Ah. Hm, das ist ein Teil des Symbols. Ah, da ist die andere Hälfte. Also dann. Unbesser. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Okay, das ist einmal dieser Pfeil und einmal dieses M, ne? Da ist dieser Pfeil, das ist die römische 10. Und das ist das M. Was selber war, das ist die römische 2. 10 und 2. Haben wir irgendwo die römische 10? Ja, da ist die römische 10. Ah, guck mal, wenn ich die drücke. Römische 10. Nichts. Das geht nicht. Wo ist die römische 2? Was stand nochmal im Brief? Das ist das da? Ja, das ist die römische 2. Römische Zahl 2. Nein? Hm. Okay, wo ist das Schütze-Symbol? Schütze. Römische 10. Das Skorpionzeichen. Eine römische 2. Hm. Oh, warte mal. Guck mal, da zeigt doch der Pfeil drauf. Auf die habe ich doch vorhin schon gesagt. 10 und 2. X und II. Ha. The solution. Sieh sich das einer an. Ah. Stand da nicht irgendwie was von trage ein Kreuz, trage mein Kreuz und finde den Schatz des Paradieses oder so, hat er doch gesagt, ne? Umdrehen. Digna factis recipimus. Na gut, wenn er echt Gold ist, ist das ja schon mal nicht schlecht. Ist da noch irgendwas? Wer weiß, was der Wert ist. Das muss es sein. Wenn der in so was Ding da reingreift, muss ich mal an Indiana Jones denken, ne? Mit irgendwelchen komischen Skorpionen und ekligen Insekten. Okay, das hier war es jetzt, ja? Na los! Ich sollte aufpassen. Oh. Na gut. Und abwärts. Alles klar. Jetzt. Okay, Prinzip verstanden. Vorsicht. Auf ein neues. Oh.
Die Perspektive war ein bisschen doof, er hat sich nicht mehr bewegt. Vorsicht. Okay. Auf Wiedersehen, Schulter. Ist der Typ noch real? Der steht da hinten, der Vogel. Okay. Das ist Vargas. Ich will was ab. Ich will einen Anteil. Träum weiter. Wo sitzt hier irgendwo? Okay. Ach, Scheiße. Nein, nein, nein. Da würde ich sagen, muss ich hin, wa? Oh, okay. Geht's wohl hier nochmal hoch? So muss es laufen. Drücken Sie springen. Hast geschafft. Was gefunden? Drake? Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Naja. Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Ja. Muss ich wohl wieder zurück in den Knast. Wenn du mit dem geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Ja. Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Du bist ein guter Schauspieler, Vargas. Du bist so gut wie ich. ¿Qué puedo decir? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Ich hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo. Willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Ray finden. Rafe. Fang nicht an, bitte. Na, komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Ray, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Okay, die Luft ist rein. Okay, und was haben wir? Darf ich? Sei vorsichtig, okay?
Nur ganz kurz, weil wer nicht speichert, der nicht speichert. Ist nicht ganz unwichtig manchmal, ne? Das müssen wir ja mal so festhalten an der Stelle. Okay. So. Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Es ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Wir empfangen... Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay? Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut an. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas in Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Ah. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Ich... Oh. Lass mich raten. Mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da wusste ich noch nichts von seinen Freunden. Le dije que no hayamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Muy tarde para hablar. ¿Quién no sale? Hey, weißt du was? Tú no te metas. Okay. Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde cuáles las reglas. ¡Aliense! ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. ¿Es la Schmuggelware? ¡Cállate! Für wen hältst du dich? Llevo su celda. Traje los gringos a mi oficina. Mist, der Kacke. Déjanos. Déjenos. Dir Zeit gelassen. Wir wurden fast getötet, Mann. Kann noch kommen. Vargas. Im Ernst? Oh. Ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay. Du willst neu verhandeln? Schön. Benimm dich nicht wie ein Kleinganove. Und jetzt weg damit.
Danke. Wir geben dir 10%. Die Hälfte. Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. 25. Alle gleich. 25. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. 400 Millionen durch 4, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal. Okay. Dann komm mir noch einmal so. Verdammt. Das war's. Bist du total durchgeknallt? Willst du es wirklich wissen? Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Gehört das zum Plan? Folgt mir. Los, oh, shit. Los. Verdammt nochmal. Rafe, wo gehen wir hin? Zum Leuchtturm. Laut Vargas ist das Boot direkt darunter. Wo lang? Keine Ahnung. Gehen wir nach draußen und finden uns raus. Scheiße! Sackgasse! Das Fenster! Beeilung! Wo lang, da lang. Fuck. Lang. Okay, komm schon hoch, hoch, hoch. Jawohl, komm schon. Sam! Komm! Ich zieh dich hoch! Ich hab dich! Komm!
Sam, nein! Nein, festhalten! Festhalten! Sam! Die andere Hand! Los, hoch! Nein! Sam! Oh, fuck. Wir müssen weiter. Nein, er ist doch da unten. Nein, er ist tot. Komm, das Boot ist auf der anderen Seite. Nein, ich kann nicht. Ich lass sie nicht hier. Nate, dein Bruder ist tot. Komm mit mir oder geh zu ihm. Nein. Wie du willst. Wo muss ich hin lang? Okay, ich muss hier raus. Wo ist hier der Ausgang? Hä, wo geht's denn hier lang? Hier lang, okay. Ich komme. Okay, ich muss weiter. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und damit beenden wir diese Folge. Ich bin tief beeindruckt. Mich packt das gerade, der Bruder. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Lasst gerne ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr keine weiteren Folgen mehr von Uncharted 4 verpassen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.